produzieren. So, kühl lassen wir erstmal ein bisschen. Fracht, da teilen wir noch ein bisschen tief. Normalfracht annoncieren. So. Dann geht's ja nach oben. Mal gucken, was halt so reingerauscht ist. Bis jetzt noch nichts, Sir. So, gehen wir mal hier hin. Zack. Kühlwaren, Leute. Ich habe momentan keine Kühlaufleger. Auch wenn es die Rinder-KG ist. Muss ich leider vernichten. Schmieröl. Kleintransporter. Ja, das können wir nehmen. Schmieröl. Container. Registrieren. Schon wieder Puppen? Haben wir. So, gucken. Müssen wir nicht, haben wir einen LKW. Da wollte ich einen Kleintransporter für nehmen eigentlich. Alles klar, kriegt er noch. So, der andere LKW ist bis morgen in Reparatur. So, 22.16 Uhr, bisher ich noch der Einzige im Stream. Jo. Dann in die Werkstatt. Nein, nicht in die Werkstatt. Mit Auftrag versenden. Kühl haben wir nicht. Natürlich aber kein LKW, weil die anderen sind ja noch unterwegs. Komm, darf mal werden. Der ist krank. Darf mal der Usemann fahren. So. Ich muss mal mit dem Personalchef reden. Weil wir brauchen einen neuen Managa. Herr Personalchef, ich möchte was einstellen. Hummel. Ich nehme mal die Hast. Die Hast durchs Gebäude. Stellen wir ein. Standort Bonn. Fertig. Weil eine Putzfrau kündigt ja auch. Personalchef. Aber kein Manager. Wenn der Manager gleich abhaut nachher, dann müssen wir gucken. Jo, 43. Gehen wir wieder hier hin und drücken nochmal da drauf. Kleintransporter, Tiefsattlandzug, Kleintransporter. Sehr schön. Hübsch, morgen 41. Wow. Wollte er mich veräppeln? Das könnten wir hinkriegen, aber ich weiß nicht. Frost und Co. ist einer unserer... Ach, Forst. Ich lese mal Frost. Auch bis morgen, Leute. Wollt ihr mich verarschen? Köln-Bonn. Kommoden. Nee. Gartenstühle. Ich habe bis morgen keine freien Kapazitäten, Leute. Oh, Tankhammer. Das können wir sofort machen. Registrieren. Blumen. Kein LKW vor Ort, ist klar.
Gucken, vielleicht verschifft ja der Manager irgendwas per Bahn. Morgen 16 Uhr. Komm, wir machen auf Risiko, weil da ist das Schöne, das sind nicht so konventionell Strafen. So, jetzt klatschen alle natürlich wieder. Rehofner, was machst du? So, da machen wir Risiko draus und dann der Rest. Was jetzt reinkommt, gucken wir uns genauer an. Kriegt der, der ist, der muss bis zum 17. Okay, das geht. Dann kriegt der... Passt genau drauf, kriegt er. So, dann latschen wir nach unten. Hat mir nicht heute auch irgendwie einen Termin mit der Frau gehabt? Keine Ahnung, komm, versenden wir mal. Wir haben, den Auftrag sexy. Nee, warte mal. Da kriegt der den kleinen Dreier, den süßen. So, das Schmieröl. Akzeptieren. Rollt er da fahren. Abfahren. Geht. Versenden wir. Warum dackelt der ohne Anhänger durch die Gegend? Hat der keine Anhängerkupplung? Joi. Wir nehmen den Tankwagen und fahren Tank. Komm weg. Darf die Birne mal fahren mit ADR? Pritsche ist zurück. Warte mal, jetzt wollte ich noch was gucken. Nein, ach, okay, der ist ein Geleaster. Ich wollte was gucken in die Werkstatt. Okay. Ich wollte mal gucken, ob der LKW, wie es bei dem aussieht. So, versenden. Wieso hat der keinen Anhänger? Ach stimmt, wir haben ja keinen Pritschenanhänger. Blah. Da muss ich mal eben so machen. Okay, machen wir jetzt Folgendes. Da haben wir keinen Auflieger. Okay. Akzeptieren. Lassen wir den. Erfolg macht man 2 Stunden. Das lassen wir mal. Kämpft darf. Abfahren. LKW. Dann lassen wir den noch mitrücken. Abfahren. Können wir jetzt noch warten? Nee, ne? Na gut. Jetzt dürfte eh nichts mehr reinkommen. Außer noch 2 LKWs. Inspektionen bei, dann können wir auch noch eben wegschicken. Komm, dann lassen wir mal die ADR-Kollegen ran. Abfahren. Okay. Dann kriegen wir ihn auch noch bis morgen weg. Abfahren, LKW versichern. Tja. Dann
husche ich eben nochmal kurz nach oben und dann fahren wir gepflegt nach Hause. So, mal gucken. Alles klar, okay. Dann gucken wir mal eben, wo sich die Kühltransporter befinden. Ich habe gesehen, der ist in Bonn. Kühlsattelanhänger ist in Bonn. Dann wird der wohl in der Werkstatt sein. Moment. Bin ich bekloppt? Ja, aber... Hä? Moment. Ach, der ist auf dem Weg nach Bonn. Alles klar, der wird morgen da sein. Bis wann müssen wir die Kühlfracht wegkriegen? Hammerzeit! So, dann fahren wir schnell nach Hause. So, mal gucken, wie es mit der Grafikumstellung hier klappt. Ich würde sagen, wir gehen ins Wohnzimmer. Guten Abend, mein Schatz. Guten Abend. Guten Abend, ihr beiden. Gibt's denn verdammt nochmal keine Neuigkeiten? Sohn, was macht deine Zimmerantenne? Ein Arbeitsspeichertag ist nun vorbei. Dienstag, der 18.01.1994. Ein neuer Tag. Wicht an. Komm, wir stehen auf. Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen, meine Göttergattin. Gibt's denn immer noch keine Neuigkeiten? Sohn, was macht dein Zimmerantenn Schwarzmarkt? Oh, da hat jemand wohl bezahlt, so wie es aussieht. Warte mal. Jo, apropos bezahlt. Lass mal gucken. Da haben wir Zeit. Da haben wir Zeit. Da haben wir Zeit. Da haben wir Zeit. So, wie sieht's denn in der Werkstatt aus? Scotty, was macht der LKW? Der macht überhaupt nichts. Alles klar, um 10 Uhr ist er fertig. So, dann würde ich sagen... Ach, da kommt er erst um 8 Uhr an, warte mal. Dann machen wir ein bisschen Pause. Quatsch. Dann stelle ich mich mal hier hin. Ja. Jetzt sollte er eigentlich angekommen sein. Ah, ein Container ist da. Ein Kleintransporter. Wir haben einen Kühlanhänger. Ich bin gerade sprachlos. Und wenn ich so mache, denke ich meistens nach. Wo ist der zum Kühlanhänger passende,
Gliederzug steht in Bonn. Kühlgliederzug. Hä? Ja gut, der Anhänger steht da, aber... Kühlgliederzug Bonn. Was? Sag mal, bin ich blind? Ja, da ist der Anhänger. Moment, oder habe ich den Kühl? Warte mal. Das ist doch kein Kühl. Oder doch? Ich stehe vor einem Rätsel, Leute. So, ab nach oben ins Bürüchen. Seid ihr des Daniels? Schön, dass wir 21 FE haben, aber wir müssen. Also wie gesagt, das kann ich da nicht annehmen. Sorry, Leute. Das nehmen wir. Können wir auch nehmen. Können wir auch nehmen. So, registrieren. So, husch, husch, ins Körbchen, die fast gesagt. Auftragsbestätigung. Kennt er ja, LKW und Faxen. Nee, komm, lass mal. Das kriegt unser Kleintransporter zu schlucken. Wieder raus. Moonwalk machen, da reingehen. Ach, der Moonwalk geht ja nicht mehr. Was wollt ihr denn gar? Himmelholz. Okay, wir haben genug Container. Die mit ihren Gartenstühlen könnte ich also einmal hinbeamen. Komm. Mal gucken, können wir LKW... Ah, guck mal, Kühlung. Ja, da haben wir ihn doch. Bis wann muss das weg sein? Autsch. Nee, das geht. Das geht, das geht, das geht, das geht. Okay, Bielefelder fährt da ein bisschen länger. Jetzt überlege ich gerade wieder. Komm, kriegt er den? Das kriegen wir schon gedeichselt. Nee, der kann nach Bonn fahren. Der Mann hat gerade wieder gemanagt, okay. Er tut noch was für sein Geld, bevor er abhaut. Warte mal eben. Den wollte ich in einen aufschwatzen. So, dann kann nämlich der mit seinem